geht's. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen in der Wochenschau Mittwoch. Perfekt natürlich heute wieder am Mittwoch. Freue mich auf unseren nächsten Gast, Zeta Celebi von St. Pauli, Blindenfußballer. Das Thema wird auch Blindenfußball sein. Ich bin sehr interessiert, von ihm wirklich viel zu erfahren, weil es ist ein Thema, was nicht so oft in den Medien vorkommt. Ich habe ihn selbst das erste Mal, glaube ich, als ich überlegt habe, gesehen, als die Pokalauslosung war, glaube ich. Da hast du ja ausgelost. Da bin ich auch gespannt, wenn du da ein bisschen was erzählst. Aber auch TikTok, da habe ich ihn schon jetzt sehr viel verfolgt und Videos gesehen, dachte, ich lade ihn jetzt mal ein und frage ihn. Und freue mich sehr, dass du da bist, dass wir gleich darüber reden. Aber St. Pauli wird vielleicht auch nochmal ein Thema sein, weil da ist ja auch aktuell einiges los, wenn man es in den Medien hört. Freue mich, dass du da bist und wie geht's dir? Ja, moin Leute. Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann und einfach ein bisschen austauschen kann. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist. Das ist immer so das Erste, das immer jeder sich so ein bisschen vorstellt. Ja, ich bin Zeta Celebi und 38 Jahre alt, komme aus Hamburg, arbeite als Physiotherapeut in einer Praxis und habe eine kleine Familie, zwei Söhne, eine ist 5 und eine ist 2 Jahre alt. Mhm. Ich spiele Blindenfußball seit 2009 bei FC St. Pauli. Yes. Die erste Frage, die ich jedem stelle, egal ob es dann ein Fußball, normaler Fußballspieler ist und jemand, der wie letzte Woche M-Fußballer ist, jetzt heute haben wir einen Blindenfußballer, aber auch Futsaler hatten wir schon zu Gast. Egal welchen, frage ich gerne immer auch den Start. Wo ist deine Fußballliebe entstanden? Wo hast du die erste Berührung mit Fußball gehabt, nach deiner Erinnerung? Ich komme aus der Türkei und in der Türkei, wenn du aus der Türkei kommst, ist das einfachste Sportart ist Fußball. Mhm. Auszuüben. Wir hatten immer 4 Steine und einen Ball und haben losgelegt und so gespielt. Da kam das Fußballliebe zustande und ich fand Fenerbahce Istanbul sehr interessant. Und dann habe ich dann irgendwann so 2009 hier in Hamburg FC St. Pauli kennengelernt. Und seitdem bin ich auch Spieler bei FC St. Pauli und natürlich auch Fan von FC St. Pauli. Also schlägt auch dein Herz dann für Fenerbahce Istanbul? Das war so früher so, ja, okay. Als kleines Kind, aber jetzt nicht mehr so. Okay. Und ja, ich habe heute Morgen, glaube ich, oder gestern war es sogar, noch dein Video gesehen. Wann war das erste Mal, dass du leider in diesen Status blind reinkommst? Vielleicht kannst du auch nochmal das Thema für viele, es sind ja auch viele vielleicht Jüngere, die zugucken oder es dann hören im Nachgang, das Thema, wie wird man eigentlich vielleicht blind oder wie entsteht das vielleicht oder wie ist es bei dir entstanden? Wie kannst du uns das vielleicht so ein bisschen kurz mal erklären? Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, wie kann man blind werden? Gibt es unterschiedlich? Entweder man hat als Baby, als Geborener mit Augenprobleme oder man hat das später erworben. Das bedeutet, ich hatte schon als kleines Kind mit Augen Probleme gehabt, ja. Aber ich konnte noch etwas sehen und so mit 12, 13 hatte ich ein Netzhautablösung und das ging bei mir auch so schleichend. Ich konnte zuerst dann nachts nicht sehen, dann irgendwann tagsüber. Mhm. Und es gibt auch natürlich viele unterschiedliche Augenerkrankungen, die so eine Blindung zuführt. Und meine war Netzhautablösung. Okay, du hast eben gesagt, es ist erst etwas später bei dir gewesen. Hast du davor auch schon Fußball ganz normal auch gespielt, dann im Seebereich, sage ich jetzt mal, wenn man das so sagen darf? Ja, wenn man das Fußball benennt, ne, weil wir hatten einfach Straßenfußball gespielt. Ja. Und einfach frei losgegangen und ausprobiert, ne? Ja. So richtig Verein und sowas habe ich erst mit Blindheit hier bei Hamburg, bei St. Pauli kennengelernt. Mhm. Wie kam dann dieser Schritt so zustande, dass du dann zu St. Pauli gegangen bist, also als es dann so war, dass der Blindenstatus dann da war, vielleicht auch nochmal härter da war, dass du das erstmal dann zu einem Fußballverein gegangen bist, wie kam es, wie bist du darauf gekommen? Ja, das war immer so bei mir so. Ich habe Fußball immer gelebt und ich habe auch früher immer auch OZ gespielt und das war so, ich war in der Ausbildung in Nürnberg und dann habe ich gehört, dass bei Hamburg Blindenfußball gespielt wird. Dann habe ich Kontakt aufgenommen
und wollte ausprobieren. Und dann war ich da und habe ausprobiert und hat mir gefallen, dass ich Ja. dran geblieben bin. Sehr spannend. Und wie war dann sozusagen das erste Mal beim St. Pauli? Das erste Mal ist ja auch ein großer Verein, das muss man ja auch sagen. Aber generell ist ja, glaube ich, St. Pauli sehr groß aufgestellt. In der Fußballabteilung generell Mannschaften wirklich viele, in einer Vielzahl. Wie war es dann, das erste Mal aus so einem Verein wie St. Pauli zu gehen? Ja, das war so richtig realisierst du nicht, weil einfach du hast eine Trainingszeit und dann in einer bestimmten Halle und mit diesen Leuten treffst du dich und dann spielst du mit denen Fußball. So mit St. Pauli hast du direkt den nichts zu tun eigentlich. Und man hat das eigentlich dieses Vereinsstärke und dieses Vereinsgröße nicht so richtig wahrgenommen und realisiert, weil wie gesagt, man trifft sich und man spielt gemeinsam Fußball und das erstmal das Verein ist das Unwichtigste, ne? Wichtig vor allem mal, dass die Leute sich dann treffen und Fußball zu spielen, ne? Ja. Du hast eben schon angesprochen, Halle, das ist vielleicht dann schon ja der Unterschied direkt zum normalen Fußball. Training findet in der Halle statt oder auch draußen. Wie Das funktioniert das? Blindenfußball findet draußen statt. Aber damals, wo ich angefangen habe, gab es der Platz noch nicht. Und dann haben wir in Halle trainiert. Aber jetzt haben wir in Hamburg unseren eigenen Platz, wo wir dann immer im Sommer, Frühling, Herbst draußen trainieren können. Okay, und ich habe bei dir in den Videos auch unter anderem gesehen, könnt ihr auch gerne mal alle ein Follow lassen bei ihm, bei Celebi. Ihr habt zum Beispiel diese Brillen an. Wie kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Wie läuft ein Training bei euch ab? Oder wie läuft erstmal das Training normal ab, bevor wir ins Spiel gehen auch? Ja, das läuft so. Eigentlich das Training sieht ganz normal aus wie normale Fußballtraining. Wichtig ist für uns einfach, dass wir sehende Leute brauchen im Training. Das bedeutet, wenn ich ins Training komme, mache ich mich erstmal mit dem Ball warm und dann wird das speziell trainiert und zum Schluss gibt es mal einen Abschlussspiel. Aber wichtig ist bei Blindenfußball, dass man immer auch Sehenden braucht. Und die Brillen sind dafür da, dass manche sehen können, um das Sehreste zu abzuschalten, dass alle Okay. gleichberechtigtmäßig sieht. Ah, das ist spannend. Dein Bild ist auf einmal wieder ausgegangen, dass du Bescheid weißt. Mein was? Dein Bild ist gerade wieder ausgegangen. Immer noch? Ja, immer noch. Wie? Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt dir nicht erklären. Jetzt ist es dunkel. Vielleicht hat einer das Lichtschalter aus Versehen Und aus. jetzt? Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder Oh, das war perfekt. meine Frau. Sie hat mir Cappuccino gemacht und was hat sie gemacht? Ist sie rausgegangen und Licht ausgemacht. Ja, so ist das. Ich brauche neue Frau. Ja, das mit den Brillen finde ich spannend, dass dann sozusagen alle die gleichen Chancen, nicht Chancen, aber die gleiche Berechtigung ist. Wie ist es dann im Spiel, wenn wir uns ein Spiel angucken, wie läuft es ab? Also sind es 90 Minuten? Wie lange spielt ihr eventuell auch? Oder ist es kürzer? Blindenfußball spielt man 4 gegen 4 Blinde. Man hat Torhüter, die können sehen, aber die dürfen den sogenannten 2-Meter-Raum nicht verlassen. International spielt man 2x15 Minuten Nettozeit. National in Deutschland, wir spielen 2x20 Minuten. Es haben letzte Saison 8 Teams in der Liga teilgenommen oder 7, weiß ich jetzt nicht genau so. Und ich bin auch aktuell deutscher Meister Wow. vom Blindenfußball-Bundesliga. Wie viele Teams gibt es da mal? 7 oder 8 7 und haben 8. teilgenommen. Okay. Wer ist da noch neben dem FC St. Pauli so vertreten? So, namenmäßig ist Dortmund, Borussia Dortmund, Schalke 04, dann MTV Stuttgart, Blaue Vista Marburg und so weiter. Ja. Fortuna Düsseldorf. Und die Rekordmeister ist MTV Stuttgart, dann kommt Marburg und dann kommen wir. Wir haben insgesamt jetzt nur 3 deutsche Meisterschaftsschale. Das nicht schlecht. Und das Spiel ist auch mit Schiedsrichter oder wie kann man sich das denn vorstellen auch vielleicht?
Ja, leider, wir haben auch Schiedsrichter, die können sehen. Normal, das sind normal sehende Leute. Du hast aber zwei Schiedsrichter auf dem Platz, dann hast du dritte Schiedsrichter und vierte Schiedsrichter insgesamt auch. Was mich sehr interessiert und wo ich wirklich, das ist meine wirklich spannendste Frage, die mich wirklich interessiert, die Wahrnehmung vom Fußball ist ja, glaube ich, was ganz anderes. Ich denke auch man ist viel näher irgendwie an den Ball dran. Kannst du uns das so ein bisschen beschreiben, vielleicht diese Nähe zum Fußball, weil du es ja auch früher vielleicht auch kennst, dass du ja den Ball auch gesehen hast zum Teil. Wie nimmst du es wahr? Ist der Ballkontakt oder dieses Gefühl am Ball nochmal ganz anders? Was kann vielleicht auch normale Fußballer von dir auch vielleicht auch dann lernen? Ja, ich sage immer so, Fußball ist für mich große Freiheit und ich finde, Fußball sollte jeder spielen, der möchte und will. Trotz, dass ich blind bin, ich kann Fußball spielen. Wir haben einen Ball, der rasselt und ich bin froh, dass wir das haben, weil das ist die einzige Möglichkeit auf dem Platz, wo ich dann einfach frei rumlaufen kann, mit dem Ball Sachen machen kann. Und das ist echt herrlich. Da brauchst du die Augen nicht. Normalerweise eine gute Dribbler, der gut dribbeln kann, mit dem Ball was machen kann, muss er den Ball sehen, nicht gucken, sondern kann er auch einfach ohne zu sehen machen. Und was würdest du sagen, kann ein Fußballspieler aus der Bundesliga eventuell auch von dir lernen, von einem blinden Fußballer? Ich glaube, wir Menschen können sehr viel miteinander lernen, weil einfach jeder unterschiedliche Aspekte und jede unterschiedliche Fertigkeiten mitbringt. Ich meine, natürlich, ich bin kein Profifußballer, aber sondern Hobbyfußballer, aber ich habe schon versucht, immer das gut zu machen, was die Rahmen zugegeben hat. Und ich glaube, ich kann sagen, dass ich für den Sportart auch generell was bewegt habe. Und da bin ich stolz darauf, weil den Sportart bekannt zu machen, habe ich in meinem Rahmen versucht, so bekannt zu machen, einfach versucht, einfach was da zu lassen für die Zukunft. Ja, und deshalb habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich dich gesehen habe bei der Pokalauslosung, war es ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das ist ja schon ein paar Tage her. Das war 2000. Ach, Entschuldigung. Dann, wie war Das war das für 2000. dich? War das so das erste Mal, so ein bisschen auch diesen Fußball ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, den blinden Fußball, weil Ja, halt. das war echt interessant, einfach den DFB-Pokal, die Kugeln zu sehen, den Schicksal für die Vereine zu entscheiden, ist schon eine Verantwortung. Aber war echt geiles Gefühl, hat Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ein Ding, die ich eigentlich in meinem Leben nicht vergessen werde. Wie war der Tag so dann auch für dich? Also wie hast du dich vielleicht vorbereitet, auch diesen Sport des Blindenfußball auch nochmal vorzustellen? Vor wirklich einer großen Kulisse? Normalerweise, ich vorbereite mich gar nicht. Ich gehe da hin und dann erzähle ich. Aber natürlich, das war so für mich Highlights. Wir sind den gleichen Tag von Hamburg nach Dortmund gefahren. Ich habe mir dem Fußballmuseum angeschaut und danach habe ich ja die Kugeln gezogen. War echt super. Du hast ja eben davon geredet, dass als Vorreiter so ein bisschen, du machst zum Beispiel den TikTok-Kanal bei dir, wo man Videos sehen kann, wo man auch was erfährt. Wo siehst du den aktuellen Stand des Blindenfußball und weshalb ist der Blindenfußball, oder wir hatten ja letzte Woche, hatte ich zum Beispiel den Stefan Junior zum M-Fußball, am portierenden Fußball, warum sind solche Sachen deiner Meinung nach so ein bisschen eher vielleicht Randthemen leider, obwohl es ja Fußball ist, obwohl es genau der gleiche Fußball ist, den wir eigentlich Ja, ich lieben. meine, Blindenfußball ist sehr jung in Deutschland. Es kam 2006 nach Deutschland erst und die Spanier, Brasilianer, die spielen seit Jahren schon, ne? Und natürlich, Behindertensport war immer Rahmen und Programm für die Medien und für die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeitsinteresse ist auch nicht so stark, aber das sollte das nicht der Ausrede sagen, sondern ich sage immer, wenn jeder in seinem Rahmen versucht, was zu bewegen, dann schafft man auch was. Ich Ja, meine, natürlich. ich mit meinem TikTok-Kanal, ich habe das auch angefangen,
und professionell was auf die Beine zu schaffen. Und ich habe keinen Kameramann, dann frage ich den oder den Teamkameraden, den kannst du mir helfen, ne? Und überleg mal, ich habe das jetzt ohne professionelle Unterstützung, habe das in Juni habe ich angefangen, habe 17.000 Follower gebracht. Und stell dir vor, ich würde da professionelle Unterstützung kriegen, dann wo der Kanal jetzt sein könnte. Und ich habe jetzt YouTube angefangen und das erste Video habe ich 6.11. hochgeladen. Und jetzt habe ich vorhin geguckt, 237 Wow. Abonnente schon. Wow. Gerne auch mal da ein Follow lassen bei ihm. Werden wir dann noch Ja. verlinken beim YouTube-Video später, wenn wir es hochladen. Ich vertraue mir blind, ist der Kanalname. Vertrau mir blind. Geiler Name. und du hast eben gesagt, TikTok, auch eine spannende Sache. Wie kam es dann dazu? Also, dass ich weiß es selbst, ich habe ja TikTok auch erst jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, ja, dieses Jahr erst gegründet, so ein bisschen. Wo die Kamera gehen als jemand, der sieht schon ein Problem oder auch die ersten Male, aber jemand, der vielleicht, wie du, vielleicht der blind ist oder andere Handicaps eventuell hat, ist es natürlich nochmal schwerer, vielleicht erstmal die ersten Schritte zu machen. Wie war es für dich, das erste Mal mit TikTok anzufangen? Ja, ich meine natürlich, ne, man muss die sozialen Medien kennenlernen. Ja. Und ich hatte eigentlich immer Interesse, ich wollte immer was machen. Und ich habe die Anfang nicht nie gefunden. Ich habe immer auf den nächsten Tag geschoben. Dann hatte ich eine Patientin, der meinte, jetzt muss man starten. Haben wir mit TikTok gestartet. Und dann habe ich mir jetzt die Videos, was ich jetzt im TikTok gemacht habe, jetzt mache ich das in YouTube. Und die kommen auch ganz gut an. Ich habe fast 300.000 YouTube-Shorts-Aufrufe innerhalb einem Monat. Wow. Und das bringt einen Bock. Und ich habe eigentlich gute Sachen vorbereitet, gute Projekte habe ich. Aber wie gesagt, bei mir fehlt einfach, dass jemand mit mir auf die Straße geht, ne, als Ja. Kameramann oder als Unterstützer. Klar. Nochmal an alle, die jetzt vielleicht zuschauen gerade, herzlich willkommen. Ihr könnt natürlich eure Fragen stellen. Wir sind jetzt hier live auf Twitch für die, die bei TikTok gerade auch zuschauen. Kommt vorbei. Moin. Deshalb sehe ich auch nicht, was ihr gerade bei TikTok dann wann schreibt. Wie Leute haben wir schon in der Livestream? Jetzt sind es nicht mehr so viele, eben waren es glaube ich 6 oder so, aber wir laden es ja auch bei YouTube dann noch im Nachgang hoch, also das ist dann, genau, das ist Alle immer unterschiedlich. Ich glaube, ich ja auch jetzt hauen ab, gerade diese Leute. komische WM ist ja jetzt auch noch gerade, deshalb werden da auch wahrscheinlich viele gucken. Aber du hast eben gesagt mit TikTok, ich hatte letzte Woche auch das Thema, was ich dann interessant finde, wie kommst du mit Kritik vielleicht um, nicht Kritik, es gibt ja Leute, die leider eklig sind oder die Leute, die vielleicht sowas wie Blindenfußball eher vielleicht dann kritisieren oder für sich nicht wichtig finden. Aber wie kommst du mit Kritik um? Bei TikTok ist ja eine Plattform, die sehr jung ist, die oft auch nicht gerade nett schreibt, eventuell. Das ist so. Du hast immer überall Kritik und Kommentare, die gut sind und schlecht sind und die greifen dich an. Und mir wurde gesagt, einfach Kommentare, die negativ ausfallen, einfach stehen lassen, nicht eingehen. Einfach so Ja. einfach ist das. Und das mache ich auch. Das heißt, wenn jemand schreibt, ey, Sadie, du bist doof, das lasse ich einfach stehen. Ne? Wenn er das sagen möchte, dann soll er das sagen, damit habe ich kein Problem. Und Kommentare, die gut geschrieben werden, antworte ich auch zurück, weißt du? Aber ich Ja. fange jetzt nicht an, negative Kommentare zu kommentieren. Das mache ich generell nicht. Das ist auch nicht meine Prinzipien. Ne? Das Ja. ist eher so, wenn das Kommentar schlecht ist, der ist beleidigend ist, TikTok oder YouTube, das macht er weg. Aber ich fange nicht an zu kommentieren. Aber was ich kommentiere, sind immer gute Kommentare. Okay. Versuche ich immer zu antworten. Du hast ja auch in deinem letzten, ich glaube vor ein paar Tagen, hast du sogar noch ein Video gesagt, du hörst es dann immer, also du kannst dann so ein Kommentar, wird dir dann vorgelesen per Funktion oder wie läuft das ab? Ja, richtig. Ich nutze iPhone und iPhone hat VoiceOver und der VoiceOver kann die Bildschirmbewegung umsetzen zur Sprache. Okay. Und vielleicht nochmal so Richtung Blindenfußball. Wie siehst du die Zukunft oder wie siehst du die Zukunft Medienbereich, aber auch vielleicht generell des Sportes, die Aufmerksamkeit? Ja, Behindertensport braucht in Deutschland generell noch mehr Aufmerksamkeit,
noch mehr Unterstützung, einfach, dass die Leute die Sportart ausüben können und noch mehr Sensibilisierung. Und was auch noch in Deutschland fehlt, die Gleichberechtigung Männer und Frauen. Ja. Weißt du, wir haben letztes Jahr ein Frauenteam aufgebaut in St. Pauli und die sind zur Europameisterschaft dieses Jahr gefahren, haben gewonnen und die mussten wir durch Kampagne, durch private Interessen finanzieren, weil einfach, es wird gesagt, die Frauenbildung Fußballer sind keine paraolympische Sportart, deshalb gibt es dafür keine Förderung, ne? Ein Land, der von Gleichberechtigung redet für Frau und Mann und macht bei dem Sport so einen Unterschied. Und das ist ein bisschen peinlich, ein bisschen Ja. undemokratisch, weil ich finde, ein Land, der gerade reich ist, ein Land, der Vorbild in Europa sein möchte, da muss er auch schauen, welche Signale der nach außen gibt. Dann gebe ich dir recht. Also, ja, da ist ja auch generell der Amateursport oft leidet ja auch in manchen Punkten darunter. Man gibt viel raus. Danke fürs Ehrenamt, aber eigentlich passiert da wenig, generell. Das ist so mein Herzensthema, auch das Ehrenamt oder Amateursport. Vielleicht nochmal dann zurück, kurz nochmal zum Blindensport. Was sind so die Ziele? Kannst du rein theoretisch auch, gibt es Transfers vielleicht auch? Im M-Fußball haben wir gehört, gibt es sowas in der Art, aber wie ist es bei euch im Blindenfußball? Gibt Ja, es. im Blindenfußball gibt es nicht so große Transfers, aber es gibt schon Vereine, die Spieler aus anderen Ländern fliegen lässt. Zum Beispiel die Dortmund haben von Russland haben Spiele damals vor 2 Jahren geholt. Dann Hertha Berlin hat sich dieses Jahr 2 Spieler aus der Türkei geholt. Schalke hat sich einen Spieler aus der Türkei geholt. Und unser Motto war als St. Pauli, wir haben gesagt, wenn wir deutsche Meister werden wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann wollen wir ausbilden mit unserer eigenen Kraft Ja. deutsche Meister werden. Nicht einfach von London, von Belgien, von da Spieler zusammensammeln und dann werden wir deutsche Meister werden. Das ist eine Fake-Meisterschaft. Und wir haben in die Entwicklung investiert, haben auch in der Fußball-Bundesliga unterschiedliche Tabellenplatzierungen durchgemacht, aber haben wir durchgehalten, haben wir egal gesagt und seitdem profitieren wir. 2017, 21 und 22 sind wir deutsche Meister. Ja, sehr cool. Wie war das für dich, das Gefühl, deutscher Meister zu sein? Aber das ist immer so. Das war so, wir haben immer auf die letzten Tabellenplätze gespielt und dann haben wir ein paar Jugendliche bekommen, haben mit ihr ausgebildet und dann, man wusste schon, dass es irgendwann passieren wird, dass man deutscher Meister wird, weil der Arbeit, der Zeit, die rein investiert wurde, musste sich irgendwann bezahlt machen und das hat er dann gemacht und wir haben dann seit 2017 haben wir 18 und 19 und 18, 19 und 20 haben wir immer das letzte Spiel verkackt, sonst würden wir jetzt 5, 6 deutsche Meisterschaften haben. Aber wir haben wir dreimal hintereinander das letzte Spiel verkackt. Okay. Du hast eben von 8 Mannschaften gesprochen. Generell gibt es darunter dann auch noch andere Mannschaften? Oder sind Das es ist nur nur. bei der Blindenfußball-Bundesliga kann man nicht absteigen. Das ist der Okay. Vorteil. Das ist der Vorteil. Du hast eben 8 Mannschaften angesprochen, die Standorte. Das sind natürlich dann wirklich vielleicht auch längere Wege für jemanden, der vielleicht aus dem Dorf irgendwo herkommt oder aus einer Gegend, wo vielleicht der nicht angebunden wird. Was gibt es da dann für Möglichkeiten? Im Blindenfußball-Bundesliga ist es so, dass man jede gegen jeder spielt, aber nicht, dass man jede Woche zu jedem hinfährt, sondern man hat insgesamt im Jahr 5 feste Termine, 5 Orte, wo man sich dann trifft und Samstag und Sonntag jeweils ein Spiel macht. Und dann gehe ich auch noch mal Richtung dein Verein, St. Pauli. Da haben wir ja, glaube ich, vor ein paar Tagen eine Info bekommen, dass
Der Schulze, Schulz, 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 ja, entlassen wurde. Was ist da passiert? Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, was da passiert ist. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich über dieses Fall nicht so richtig informiert. Aber natürlich, ich bin enttäuscht, dass Timo Schulz nicht mehr Trainer von FC St. Pauli ist, weil ich ihn als Person und als Trainer richtig gerne habe. Und das ist für mich eigentlich eine Fehlentscheidung. Und irgendwie, ich bin sauer auf FC St. Pauli, auf die Leute, die das entscheiden und verantworten. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der jetzt sauer ist auf die Verein, weil das kann nicht sein, wenn da eine Fehler ist oder wenn eine Leistungsproblematik ist, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Das kann nicht sein, dass immer eine dafür verantwortlich gemacht wird. Und ich denke immer, dass es immer eine Kette ist, die dafür verantwortlich ist. Wenn du einfach letztes Jahr dann zwei gute, drei gute Spieler verkaufst oder die gehen weg und du holst du keine guten Spieler nach, dann kann passieren, dass dann Leistungsdruck geht oder du hast den Transfer vielleicht falsch gemacht. Und weil Timo Schulz ist derjenige, der uns eigentlich letzte Saison gerettet hat, dass wir nicht in die dritte Liga abrutschen. Und jetzt kriegt er so eine Dankbarkeit. Okay, das stimmt schon. Das FC St. Pauli ist momentan nicht auf der bestimmt guten Tabellenplatz. Aber man muss überlegen sich, warum ist denn in diese Position gekommen? Was fehlt denen? Wer könnte den Fehler gemacht haben? Haben wir gemeinsam einen Fehler gemacht? Oder ist derjenige, der Timo Schulz, der den Fehler gemacht hat? Weil St. Pauli spielt ganz gute Fußball. Ja, Er hat natürlich. versucht, sein Team das möglich zu machen, was es möglich ist. Und wenn du den Spielern, was Schiri, was alle weggegangen sind und Burgstaller, wenn du nicht die gleiche qualitätmäßig keine Spieler kaufst, dann passiert auch sowas. Gerade hat auch gehört, dass ihr da zum ersten Mal hier im Twitch-Chat die offizielle Seite von St. Pauli, die Vereinsseite, auch reingeschrieben. Moin. Ich finde auch diese Entlassung, ich weiß es nicht, ich fand den Timo Schulz, der passte wirklich genau zu St. Pauli. Also es war ja wirklich so viel komplett. Und man muss ja auch sagen, St. Pauli hat diese Saison ja auch meiner Meinung nach nicht gerade so mega schlecht gespielt, wie du ja sagtest. Ich weiß, erinnere mich noch gut, mein Herzensfeind ist der SCP, also Paderborn. Das Spiel war richtig eng und richtig eng und Zwei haben wir gespielt. ja, genau, wir hätten fast gewonnen, aber es war wirklich enges Spiel und finde St. Pauli, also mit dem Trainer, war immer eine Einheit meiner Meinung nach und ja, ich bin gespannt, wie es da auch weitergeht, dann im neuen Ja, Trainer. hatte mir gegen Paderborn 2-2 gespielt, glaube ich. Ja, war das Ja, 2-2? Ja. unentschieden da. Ja, Wir haben du musst zwei. so überlegen, ne? St. Pauli hatte den Stani, ne? Nach dem Stani kamen so viele Trainer. Und Ivaldin war noch da, der war super und den Rest kannst du vergessen, das war alles Schrott, ne? Und jetzt war Timo Schulz da, der war gut, ne? Und das waren natürlich die dort drei Trainer, die Stani und der Gladbacher, wie heißt er nochmal? Oh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ivaldin, Ivaldin und jetzt Timo Schulz. Und ich bin gespannt, wer jetzt kommt, aber gerade habe ich so ein Gefühl eigentlich, wenn morgen Spiel sein sollte im Stadion, habe ich keinen Bock eigentlich dahin zu gehen, weil ich bin echt so genervt bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, verständlich. Aber generell, du hast eben von gesprochen vom St. Pauli. Vor 2 Wochen war ich ja noch in Hamburg, habe vor eurem Stadion einen TikTok gedreht. Jeden Tag ein neuer Fußballverein. Könnt ihr auch gerne mal alle vorbeischauen bei TikTok, Wochen schon Mittwoch, aber auch bei Serdar Celebi. Da erfahrt ihr auch noch mehr im Lindenfußball. Was macht St. Pauli für dich so aus? Warum ist St. Pauli so wichtig? Warum ist Hamburg so schön für dich? Hamburg ist eine schöne Stadt, wenn ich ehrlich bin. Und St. Pauli, was ich bei St. Pauli total gut finde, einfach diese ganze Fanszene, wenn ich in St. Pauli unterwegs bin, durch Blindenfußball
Und man hat so eine Verbindung zueinander. Und wenn ich da unterwegs bin, die Leute begrüßen mich, wird man austauschen. Früher bin ich, wenn ich zum Spiel gegangen bin, immer eine Minute vorher und jetzt gehe ich 2 Stunden eher zum Ja. Stadion, das zu stehen vor dem Stadion und die Leute auszutauschen, zu quatschen, weil das einfach so ein geiles Gefühl gibt. Und ich glaube einfach, ich liebe einfach diese ganze Fanszene, die Menschen, die einfach das Herz St. Pauli gegeben haben. Die sind echt tolle Menschen, mit denen in Kontakt zu sein, ein Teil zu sein. Das ist Ja. schön. Klar, verständlich, das kann ich mir denken. Ich hatte vor einigen, ich glaube, das war mit einer der ersten Talks vor 2 Jahren circa, das Thema Blindenfußball, also als Fußballfan im Stadion. Du hast eben davon gesprochen, du bist im Stadion. Vielleicht können wir auch nochmal, wir haben eben das Thema natürlich Blindenfußballer gesprochen, aber vielleicht auch als jemand, der eine Beeinträchtigung hat im Stadion. Wie ist das? Wie wird man dort empfangen? Wie ist es in anderen Stadien? Wie kann man sich so deinen Stadionalltag dann auch vorstellen, vielleicht? Kann man mich sehen? Halte ich Ja, richtig in Kamera? alles gut. Ja, das ist so im Stadion. In Deutschland ist das so eigentlich. Meiste Stadien haben sogenannten Hörplatzreportage. Das bedeutet, du kommst in ein Stadion hin und bekommst einen Kopfhörer und kannst das Spiel live verfolgen. Da sind Reporter da. Die machen sogenannte Live-Reportage. Das bedeutet, das wird eins zu eins das Spiel beschrieben. Und wir haben das auch bei FC St. Pauli und auch glücklicherweise auch die, nach meiner Meinung, die beste Reporter, die das machen als Spielbeschreiber. Und das ist gut eigentlich. Als Blinder verpasst du eigentlich kaum was, kriegst alles ziemlich mit. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, was deine Reporter hast, wie die dann so machen. Und jeder wahrscheinlich wird sagen, unsere Reporter sind cool, aber ich habe so viele Reporter schon angehört. Ich finde, wir haben die Ja. besten Produkte hier in Hamburg. Wie ist es zum Beispiel, wenn als Beispiel ihr dann gegen den Verein spielt, den ihr nicht so mögt, zum Beispiel gegen euren Derby-Gegner und im Block passiert was, Fans machen eine Choreografie als Beispiel, das sieht man ja nicht. Wie wird sowas auch vielleicht durch den Reporter oder wie kriegst du das irgendwie trotzdem mit? Kriegt man sowas mit? Ja, das kriegt man mit, weil die Reporter, die beschreiben das. Ne? Wenn da auf dem Platz was nicht los ist, dann wird dir das beschrieben, so sage ich mal, wenn da was Heftiges ist. Ja. Das wird immer beschrieben. Das heißt, die schauen schon, dass wir da auch bei solchen Aktionen Teilhabe haben. Und was würdest du dir da wünschen, dass man noch mehr macht, also in dem Bereich als Fan, jemand, der dann so eine Beeinträchtigung hat, eventuell? Ja, ich glaube, man muss einfach sagen, ich bin blind. Ja. Oder du sitzt im Rollstuhl oder du bist taub, einfach eine behinderte Mensch oder nicht behinderte Mensch, eigentlich das Endergebnis. Wir Ja. sind einfach alle gleich. Und eine fehlt das, eine fehlt das. Aber gemeinsam ist meine Mutter ist immer, gemeinsam kann man sehr viel bewegen und sehr viel erreichen, wenn wir einfach eine Türspalt offen lassen für Neuigkeit, Ja. dass wir gemeinsam miteinander lernen können. Das heißt, das glaube ich, dann würde das einfach unsere Gesellschaft leicht machen und entspannter machen. Und das fehlt den Menschen. Und was den Menschen noch fehlt, einfach, dass die Menschen generell über Behinderung zu wenig informiert sind. Weil die Menschen fehlt der Mut nicht, sondern der Mensch weiß nicht, wie gehe ich damit um? Die Leute, die mich kennen in meinem Blog, wo ich immer bin, die wissen, wie die mit mir umgehen. Aber da fehlt einfach noch mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft, ne? Dass der Mensch weiß, hey, ich kann nicht einfach eine Blinde auf der Straße, der Hilfe braucht, hingehen, einfach anpacken und irgendwo hinziehen, sondern ich muss seine Freiheiten akzeptieren, ne? Genau. Du sagst es, ich habe ja auch zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich dir das Plakat gesendet habe und dann hast du ja gesagt, oi,
Ich sehe es ja nicht. Das war, sind ja so Sachen, da denkt man ja auch irgendwie gar nicht nach, weil man Werbung machen will, vielleicht für den Talk, solche Sachen. Aber ich finde, es ist dann wichtig, sich so auszutauschen. Dafür ist hier auch mein Format da, dass man sich austauscht, auch Blindenfußball kennenlernt. Weil, wie gesagt, auch Ja, aber das letzte war das, Woche. deshalb war das so nicht schön, du hast mir ein Bild geschickt. Ja. Ich hab dir geschrieben, ja Junge, danke für dein Bild, aber ich kann das eh nicht sehen. Dann hast du mir, bei der nächsten Nachricht hast du mir beschrieben, was auf dem Bild war. Das Ja. heißt, du hast mir dann ein Bild dadurch barrierefrei gemacht. Aber Klar. weißt du, wenn ich dich nicht anspreche, kannst du nicht wissen. Genau. Da, ich muss auch als Blinder fordern, was es fehlt, ne? Und dann kann man somit auch in Austausch kommen. Ja, eine gute Kommunikation kann immer auf anderen Wegen gut auch dann sein. Also irgendwo, ich habe studiert, Kommunikation auch zum Teil, das ist schon schwer. Kommunikation, eine richtige Kommunikation ist immer schwer, egal wie und wer vor dir steht oder ob dann vielleicht eine berühmte Person vor dir steht oder jemand anders. Es ist immer schwer, auch mal eine einwandfreie Kommunikation zu haben, aber man sich dann zu trauen oder sich zu trauen, so einen Talk zu machen, vor der Kamera zu sein. Für mich war auch der Weg, mal vor der Kamera zu sein, schwer. Ich selbst habe früher erst spät angefangen mit Sprechen, hatte auch motorische Defizite, die ich zum Teil auch vielleicht immer noch habe, aber man macht einfach und traut sich und das ist das Wichtige, so wie du, die die Botschaft gibt und ein Vorbild ist vielleicht für Blindenfußballer oder auch andere. Im, wie du schon sagst, Behindertensport. Das sind ja auch Wörter, man weiß nie, was sagt man wirklich oder was sagt man. Zum Beispiel Behinderung, jetzt ist das natürlich ein einfaches Wort, aber es gibt manche Wörter, wenn du jetzt zum Beispiel sagst Behindertensport, kann man Behindertensport sagen. Deshalb, wie du schon sagst, für viele ist sowas manchmal nicht so offen und deshalb ist es wichtig, darüber zu reden, darüber aufzuklären oder so wie du jetzt bei TikTok auch, finde ich cool, diese Videos, wo man darüber aufklärt. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, Chat, schreibt die gerne rein. Sonst würde ich sagen, durch die auch Verzögerung, die wir hatten mit der Technik, wollen wir gar nicht so lange mehr machen. Dann würde ich Richtung letzten Punkt gehen. Letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Die Frage stelle ich jedem, Serdar. Egal, ob es Fußballspieler ist, Trainer, egal. Der Moment. Ich mache immer eine Bewegung, deshalb erkläre ich es auch. Die Hände vorm Kopf. Der Moment, wo du denkst, ach du Scheiße, eine peinliche Situation im Fußball vielleicht, also beim Spielen bei dir, wo jetzt bisher immer noch jemand lacht drüber oder du lachst erst jetzt drüber, weil es halt lustig war, eine lustige Story, die du so vielleicht noch nie erzählt hast. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, lustige Sachen passieren immer eigentlich. Mir passieren das immer. Und wenn man meine TikTok-Videos guckt, das sind Videos, die sind Videos, die nicht geschnitten sind. Ich schneide meine Videos generell nur von vorne, wenn das so viel ist, weg und von hinten. Was mittendrin ist, das lasse ich immer so rein. Das heißt, und da passieren manchmal so lustige Sachen, das lasse ich dann so stehen, sowas fällt mir gerade nicht so richtig schnell an, aber ich weiß, dass in meinem Leben sehr lustige Dinge passieren, ne? Und so spontan Sachen, das sind meistens so lustig, peinlich, Ja. wenn ich das sage, oh, das hätte ich lieber anders gemacht. Und es hat auch schöne Erlebnisse passiert bei Feier und solche Sachen. Aber so fällt mir gerade nicht so an, was ich jetzt gerade erzählen konnte, eigentlich. Genau, und du hast ja eben gesagt, TikTok, gerne mal, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das abchecken, Celebi, ich schreibe es auch nochmal hier eben kurz im Twitch-Chat rein. Ja, bei TikTok ist das einfach vertrau.mirblind, habe ich noch da Fehler gemacht. Das heißt, man macht vertrau.mirblind und dann, das ist bei TikTok vertrau.mir.blind. Vertrau.mirblind. Und in YouTube ist das dann vertrau.mirblind normal geschrieben, ne? Genau. Da werde ich das Aber natürlich auch verlinken im YouTube-Video. ich hoffe, dass wir zusammen noch was machen können, weil Gerne. ich habe Lust mit dir, dich hier treffen auf der Paderborn oder was weiß ich. Du kommst Ja. nach Hamburg und dann drehen wir ein paar Videos. Gerne. Schade, dass du nicht in Hamburg wohnst, ey, mein Mann. Aber ich bin oft in Hamburg. Ich fühle mich in Hamburg auch wohl. Letzt vor 2 Wochen war ich noch in Hamburg. Bin immer da, bin mal interessiert, wie der Platz ist, mit so einer Brille vielleicht mal so eine Brille anzuziehen, mal zu merken, wie es ist, ohne sich, klar, man kann die Augen zumachen, aber es ist was anderes wahrscheinlich.
Finde ich mal interessiert. Können wir gerne machen. Ja, Da. ich hab so Strafen-Challenge vorbereitet, aber ich Ja. konnte ihn noch nicht so umsetzen. Mal schauen, wie ich das umsetzen kann. Das wäre interessant. Yes. Chat. Wenn ihr jetzt keine Fragen habt, danke nochmal für den Follow, der jetzt eben noch reinkam. Luni. Gehe ich jetzt Richtung Ende. Wie gesagt, checkt gerne alles ab. Bei YouTube wird das Video natürlich auch wieder hochgeladen, dann im Nachgang. Da werde ich dich natürlich auch verlinken. Da könnt ihr auch nochmal alles Danke. rausfinden. Auch nochmal nachgucken. Man kommt von TikTok. Grüß dich, Luni. Und ja, ich gehe zum Ende. Mein Gast der Wochenschau Mittwoch hat immer die letzten Worte und deshalb habe ich die letzten Worte davor. Bevor du die letzten Worte hast, danke dir für die Zusage. Hat mir Spaß gemacht, auch wirklich was zu erfahren über diesen Sport. Wie gesagt, das sind Sachen, damit befasst man sich vielleicht nicht. Oder ich habe mich nie befasst damit. Man sieht zwar vielleicht, wir hatten es schon mal als Thema, als eher in dem Fanbereich, aber im Fußballbereich. Letzte Woche hatten wir auch, das wird auch in ein paar Tagen hochgeladen. Emp als Thema, könnt ihr euch auch natürlich nochmal angucken. Auch sehr spannend. An so ein Thema, man muss es leider ja sagen, obwohl es der normale Fußball ist, ein Randthema für viele immer noch, aber ich finde es spannend, darüber zu reden und war sehr, sehr interessant für mich auch. Auch zum Beispiel die Frage mit dieser Brille war wirklich spannend für mich, dass ich das jetzt auch weiß, dass es sozusagen eine Gleichberechtigung ist für jeden, wer halt schon mal noch ein bisschen was sieht. Danke dir, dir noch einen schönen Abend und ja, dir die letzten Worte, euch noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns. Ja, Oder hören uns. Natürlich. danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht und mache ich nochmal gerne. Kannst du mich nochmal gerne ein Jahr später wieder einladen. Ja. Und ich muss sagen, mach deine Arbeit weiter. Machst dich sehr gut. Und deine Fragen waren auch hervorragend, dass man merkt, du hast dich vorbereitet. Deine Fragen, dein Aufbau, das hatte alles Sinn und hat mir echt Spaß gemacht. Und wir sehen uns, wir schnacken und ich hoffe, dass du dein Ziel erreichst, was du dir vorgenommen hast. Du weißt selber, die Wege sind manchmal sehr schwierig zu gehen, es ist manchmal steinig, es ist manchmal bergig, aber nicht aufgeben, immer vorwärts und dann Ja. wirst du das auch erreichen, was du dir vorgenommen hast. Danke Leute, dass ihr zugeschaut habt. Folgt den Kollegen, unterstützt seine Arbeit, weil er macht das alles ehrenamtlich. Dann ist das gut. Ein Abo, eine Follow, ein Daumen da lassen. Das ist, glaube ich, schnell gemachtes Geschichte. Das tut auch nicht, das kostet euch auch nicht so viel Energie.